Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zurück zu 7 Days. So, ich habe jetzt hier mal kurz, habt ihr ja gesehen, das Beton, was schon fertig war, oder der Beton, der schon fertig war, hiermit verbaut, weil diese Seite muss ja genauso wie die andere Seite. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, ich lasse es jetzt so sieht zumindest einigermaßen stylisch aus. Ich werde den absichtlich nicht bis hier vorne runterziehen, sonst hüpfen sie hier auch noch rauf. Hier kommen nachher Schusswaffen hin, aber hier müssen sie ja nur nicht unbedingt rauf. Und ich werde das nachher so bauen. Hier hinten kommt ja später die Plattform hin, wo wir stehen werden zum Schießen. Und von da aus einfach eine Tür da reinbauen, damit ich das Ganze reparieren kann. Ich hatte jetzt gehofft, ich hatte knapp 4000 Beton dabei, dass ich ein bisschen weiterkomme, aber zumindest steht schon mal das Grundpodest. Also hier muss ich jetzt natürlich noch das Dach rauf und dann kommt hier hinter aber auch schon das Häuschen zum Stehen. Also den größten Teil haben wir jetzt, Gott sei Dank. Gut, Beton ist aber noch jede Menge in Arbeit. Ich war, bevor ich hier angefangen hatte, noch ein bisschen Steine farmen. Also Zement haben wir erstmal jede Menge. Die Schmieden haben da gute Arbeit geleistet. Es läuft auch noch, glaube ich, knapp 8000 Beton jetzt im Betonmischer. Daher sollten wir beim nächsten Mal los. Es braucht halt immer so lange, bis es fertig ist. Ich habe es inzwischen schon über zwei Betonmischer verteilt, aber so schnell geht es ja trotzdem nicht. Ah, mal gucken, ob wir das alles noch schaffen, da in drei Tagen ja schon Hordennacht ist. Ich habe da so ein bisschen meine Zweifel, aber abwarten, abwarten. So. Die machen jetzt einen restlichen Zement, der hier noch drin ist. Ja, das läuft alles. Ansonsten hier, da hatte ich notfalls noch ein paar Steine, das ist über vom Farm. Beton habe ich jetzt erstmal alles verbraucht, was wir hatten. Den Stahl packe ich erstmal wieder hier rein. Ich habe gedacht, wie gesagt, ich komme ein bisschen weiter und kann schon Stahl hinmachen, aber das war wohl nichts. So, die kommt erstmal weg. Die kommen erstmal hier unten rein. Ich glaube, die Stahlrahmen werden aber auch nicht reichen. So, und zwar, ui, hier macht er gerade Sand, das brauche ich ja für Beton. Danach kommen nochmal 3000 Beton. Hier macht er auch gerade noch 3000 Beton, dort haben wir auch nochmal 3000 Beton. Also, wenn das erstmal fertig ist, sollte es eine Zeit lang reichen. So, und diese Lampe, die ist über, die soll nicht da rein, vom Steinefarm. Frage ist, wo stelle ich die jetzt mal hin? Ne, das ist eine gute Frage. Hier drin ist es ja eigentlich relativ gut beleuchtet. Wüsste ich jetzt nicht auf die Schnelle, wo ich die hinstellen sollte. Ich packe sie erstmal in die Kiste. Die nutze ich halt hauptsächlich, damit es in der Höhle nicht so dunkel ist. Sehr schön, sehr schön. Gut. Dann müssen wir erstmal warten, bis der Beton fertig ist. Geht ja nicht anders. Aber zumindest schon mal wieder ein Teil weiter. Ich werde jetzt einmal kurz zum Händler rüberlaufen. Hier. Das ist, was wir vom letzten Mal noch über haben. Das hatte ich erstmal, um das Inventar leer zu kriegen, hier reingeschmissen. Dann gehe ich da kurz Lugi-Lugi machen. Ich glaube, Restock hatte er am Tag 40 oder so. Bin mir nicht ganz sicher. Aber irgendwie so um den Dreh war es. Gut, den wollen wir mal. Hallo, mein Freund. Du hast auch keine Bücher, oder? Aufgefüllt hat sich da nix. Nein, gut. Darf ich dann anwenden? Tag 40, dachte ich mir. Gut, den brauche ich da jetzt nicht weiter gucken. Die haben wir ja alle durch, aber verkaufen will ich das hier trotzdem. So, dann Messer noch einmal. Na, die nicht. Hier, du kommst mit, du kommst mit, du kommst mit. So, weiter gucken brauche ich da jetzt aktuell bei ihm nicht. Außer vielleicht mal noch eine Quest. Da kann man ja mal Lucky Lucky machen. Ne? Hast du irgendwelche Aufgaben? Das ist scheinlich alles Fabrik, ne? Und dann noch die Einser, die hatten wir ja erst. Gut, dann... Hier noch, ist auch eine Fabrik, denn das wahrscheinlich auch, jo. Und die anderen wären, glaube ich, Stufe 2 und 3. Wie wäre es noch mit der Zweierfabrik? Nehmen wir die an, warum nicht? Da der Beton jetzt eh eine ganze Weile braucht, ich glaube insgesamt fast 2 Stunden oder so, kann man da auch mal reingehen. Ich werde jetzt das Geld nicht mit in die Fabrik nehmen. Das werde ich hier wieder ins Moped stopfen. Das brauche ich nicht in der Fabrik. Ach du Heilige. Ich habe vergessen, das Moped auszuräumen. Naja, nicht schlimm. Zur Fabrik fahre ich eh mit dem Auto. Oh, hier ist auch noch Steine und Beton. Oder ein bisschen, zumindest ein bisschen Zement. Naja, gut. Warum nicht? Warum nicht? So, Benzin kommt hier rein. Die kommen mal wieder nach unten. Die hebe ich mir mal auf für den guten Loot. Ich würde aber auch gerne die Schmerztabletten mitnehmen, zumindest ein Teil davon. Obwohl besser wäre es, wenn ich sie einstecken lasse.
So, ich möchte nur kurz, sonst kommen wir dann mit der Muni nicht weit, ein bisschen mehr Muni mitnehmen. Und wenn es geht, die AK. Naja, 6er Pistole jetzt nicht unbedingt. Hier, ihn hier wollte ich. Dann mache ich das so. Das brauchen wir eh nur, wenn wir uns mal irgendwo hochbauen müssen. So, und ein bisschen Muni davon mit. Natürlich in Muni drin. So. Ah. Sollte reichen. Schrotmuni. Ah, ich denke mal schon, dass wir da was finden werden. Ich mache den einmal voll und gut ist. So. Gut, die ist nachgeladen. Die ebenfalls. Sehr schön. Die schmelzen hier vor sich hin. Der ist fertig. Der hat Blei geschmolzen. Und die beiden, ja gut. Da ist jetzt aber auch nichts Wichtiges mehr. Wie gesagt, Zement habe ich erstmal genug. Ich mache die erstmal aus, sonst zerkloppen uns die Schreier hier alles. Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal zur Abwechslung die Fabrik. Das dauert ja eh. Ah, Auto ist zwar jetzt nicht voll, aber recht gut betankt und weit ist es nicht. Diesmal aber die Zweier, das müsste die Charmway-Fabrik sein. Nee, Charmway nicht, die Waffenfabrik. Die Shotgun. Charmway waren wir ja drin. Die ist ja sogar irgendwo hier. Das ist die hier, ne? Vermute ich mal ganz stark. Das Auto ist zwar nicht als schnellster, aber das geht für die kurze Strecke. Ja, das ist die Shotgun-Fabrik. Gut, dann wollen wir mal rauf auf den guten Parkplatz. Und Rinder. Einmal anhalten. Quest annehmen. Und Spaß haben. So. Hallo Freunde, SM Kork. Kinder da? Ah, gut. Ich gucke gleich. Ich will hier nur einmal kurz durchlooten. Da wäre zum Beispiel was. Ja, hab ich schon. Gut. Der hätte noch was. Eine kackbraune Baseballmütze. Okay. Ja, schön. Aber die kackbraune Farbe nehmen wir mal raus. Den zerlegen. So. Hier wäre noch was. Geld. Der ist leer. Gut. Ich werde hier jetzt aber nicht, keine Angst. Ich werde nicht sämtliche Türen zerlegen. Dafür gibt es hier einfach zu viele und Messing haben wir momentan auch sehr gut auf Vorrat. Gut. Hallo? Ja, da sind sie doch. Komm mal her, Freunde der Nacht. Uhu. Wollt ihr gerade nach mir grabbeln? Diese Fetischisten. Der geht sogar. Hätte ich hier jetzt nicht erwartet. Ah, die haben sie auch umgebaut, ne? Ein Stufe 6 Eisenhelm. Gut, der ist schlechter als meiner. Den werde ich leider auch. Ich weiß, dass man ihn teuer verkaufen kann, aber Geld brauchen wir jetzt nicht so dringend. Und das nimmt uns alles Platz weg. Das wird jetzt zerlegt, eiskalt, sämtliches an Ausrüstung. Es sei denn, es ist besser als unsere. Und noch ein bisschen Essen. So. Ah, Bier ist immer gut. Bier schmeiße ich nicht weg. Da ist ein bisschen Wasser und Trinken. Hier noch irgendwas. Mäh. Okay. Die ist auch leer. Na gut, Grund und Pflanzen, so brauche ich jetzt nicht dringend. Und wahrscheinlich geht's da gleich wieder rein. Sieht ganz danach aus. Ich wollte nur gucken, ob hier irgendwo... Ja. Okay. Das geht hier rein. Okay. Hier ist noch ein bisschen Müll. Mit wortwörtlich Müll drin. Und da vorne geht bestimmt die richtige Partei los. Ein bisschen Kleber. Hallo, Freunde. Oh ja. Ich meine, mittlerweile ist es uns auch egal, ob es nur eine Nacht oder am Tag ist. Es sind eh alles Ferrels. Also, daher... Nun ist aber gut hier. So, du ebenfalls. Du auch. Ruhe hier im Gelände. Naja, Ruhe... Laut Anzeige sind hier doch noch so ein paar Stück. Aber wir sollen hier eh alles säubern. Also daher. Hier noch was drin. Oh, aber Moment. Ich glaube, ich werde hier erstmal den Raum säubern müssen. Sonst fallen sie uns in den Rücken.
Ah, da kommen sie doch alle. Wie die Lemmige. Einer nach dem anderen. Ihr kommt alle dran. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Was ich aber allerdings mitnehmen werde, ist den Zement. Auch wenn wir davon im Moment genug haben. Geht uns der sehr schnell aus. Ihr seht ja, was wir für Massen brauchen. Ich glaube, ich habe es da echt leicht übertrieben. Aber dafür ist es hinterher auch stabil. Also daher... ein braunes Flanellhemd. Weg damit. Oh, warte mal. Und dich werde ich gleich mal trinken. Um hier sowas gleich zu tilgen. Die Dose Chili will ich allerdings nicht essen. Die, kann man gutes Essen draus machen. Sehr gutes Essen sogar. Die schönen Chili-Hotdogs, die ich gerade dabei habe. So, warte mal. Ist da oben noch was drin? Ja. Leer. Und da liegt aber sonst nichts weiter. Sehr schön gut. Den noch einmal hier reingucken. Wow. Das Eisen kommt mit. Die Axt wird zerlegt. Gut, Mülltonne habe ich schon. Sehr schön. Randaliert hier noch irgendwo einer rum? Ah, also hören tue ich jemanden. Aber sehen tue ich ihn nicht. Gut, dann kommt ja einmal kurz der Zement mit. Den muss ich mitnehmen, aber nur den Zement. Ah, irgendwo randaliert hier definitiv einer rum. Ich glaube, da vorne geht es gleich weiter. Ah, ich weiß, wo er rumrandaliert. Alles klar. Jo, das ist Schneejack von draußen. Ich helfe dir mal. Moment, das ist nicht nur Schneejack. Ja, da kommt mal wieder das Fleisch zu uns gelaufen. Gut, warum nicht? Fleisch kann man immer gebrauchen. Alles leer hier. So, das ist hier Cobblestone. Da ist noch Wit. Und den hier noch ein bisschen. So. Hier ist auch nichts weiter hinter, ne? Das da vorne hatte ich. Alles klar. Gut. Hier hatte ich auch, ne? Jo. Dann geht's hier weiter. Oh, Hallöchen. Immer diese Ferels. Bleib liegen. Ich hab gesagt, bleib liegen. Bisschen nicht geduldet. Ah, jetzt rennen so oder so alle. Jetzt sind wir mitten in der Nacht. Ist da was hinter? Ich weiß es nicht. Sieht aber so komisch aus, ne? Ich meine, das soll so ein Paketförderband sein, aber... Ey. Bäh, gut. Aber hätte ja sein können. Holz, ehrlich gesagt, nehme ich mal ein bisschen mit, weil ich habe kaum noch was. Wow, lohnt sich nicht mal. Okay, hat sie erledigt. Ist hier noch irgendwas hinter? Darauf auch nicht. Da liegt noch Müll, da kommen bestimmt gleich noch ein paar Experten. Oder? Oh ja, also angezeigt werden mir hier so einige. Ist doch was unter, oder? Ja. Das ist ein Geheimgang. Was ist denn das hier? Ein kleiner versteckter Pornokeller. Okay. Mit Zombies drin. Okay. Wer weiß, was die hier getrieben haben. Ne, die sind oben. Immer mit der Ruhe, Junge. Immer mit der Ruhe. Kommt ihr jetzt hier mal runter oder nicht? Da kommen sie.
Ah, ein paar sind noch oben. Schafft ihr es? Komm, ich bin hier. Hab ich beide erwischt? Jetzt zeige ich mir keinen roten Punkt mehr an. Okay. Ein bisschen Messing und Gelb. Und einmal nachladen wäre ganz schön. So. Dich wollte ich einmal. Ah ja, wie gesagt, sowas wird gleich eiskalt zerlegt. Stallsperrteil, naja, kann man verkaufen. So, ist hier denn sonst noch irgendwas? Ach man, ziemlich groß hier der Keller. Alles klar. Alles klar. Hier geht's noch unter Wasser weiter. Alles klar, ich weiß, wo ich bin. Jupp, ich weiß, wo ich bin. Okay. Das war so ein kleiner Geheimgang. Selber Zombies gab's da unten nicht, aber eine Kiste immerhin. Ich komme nicht auf die Leiter. Das ist... Ach, komm schon. Doch nicht dein Ernst. Ich komme hier nicht mal hoch. Ist das euer Ernst? Lass mich doch mal hier rauf. Ist das echt euer Ernst? 1000. Naja. Ich will hier doch nur raus wieder. Wo kommst du denn schon wieder her, mein Freund? Oh, Wasser ist aber schlecht mit Kämpfen. Lässt mich nicht mehr hier rauf, hä? Nö. Ach, das ist doch im Wasser alles wieder so ein Krampf hier. Jetzt. So. Kommt schon wieder einer? Diesmal auch wieder irgendwo von draußen? Na, klopf doch da rum, wenn du willst. Ich hab keine Zeit für dich. So, aber hier muss ich jetzt definitiv nicht mal rein. Hier war ich ja schon drin. Die hier oben waren, kamen ja alle runter. Die Rohre könnt ihr gerne behalten. Da ist noch ein bisschen Müll. Mal gucken, was sie meinen an. Da ist nichts weiter. Wolltest du nicht mit ausstehen? Hattest du keine Lust? Na komm, hier. Hier, Knubbel. Du stehst auf Knubbel. Hier ist noch ein Knubbel. So, da oben war auch nichts. Hier geht's wahrscheinlich gleich wieder. Ich mach mal die Tür zu. Hier liegt uns auch nichts weiter. Aber ich würde es nicht wundern, wenn der Herr da nicht der Einzige hier war. Das sieht nicht aus wie eine Waffenfabrik, das sieht ja so ein bisschen aus wie bei der Post zur Tierzentrale. Hier hätte ich immerhin noch ein Täschchen. Kann auch gleich weg. Aua. Gut, dann wollen wir mal rein Luki-Luki machen. Ah, kommt mal her, meine Herren. Kommt mal her. Es hängt ja da an der Tür fest. Kommst du denn her, Bärbel? Bärbel. Das war bestimmt die da drauf. Wow. Kommt ihr alle her? Wanderhorde von draußen oder was? Oder wo kommen die alle her? Ich habe keine Ahnung. Weil hier war ich ja schon. Da kloppen wir es noch mehr rum. Draußen scheint eine Wanderhorde zu sein. Aber dann frage ich mich, wo sind die durchgekommen? Sind die jetzt durch den Eingang reingelaufen oder wie? Hört sich ganz danach an. Moment, ich muss eh zum Auto. Dann kann ich hier gleich alles abchecken. Da kommen sie. Ich habe keine Ahnung, wo sie herkommen. Aber auf jeden Fall ist hier ein Biesle. Halligalli. Lass mich doch mal aus der Ecke. So. Ecke ist nicht gut bei Zombies.
Ich habe keine Ahnung, wo die sich reingekloppt haben. Aber da kommen noch mehr, wie sich das anhört. Didip, didip, didip. Ich habe echt keine Ahnung, wo sie sich reingeknüppelt haben. Da knüppelt noch eine Chantal. Und hier ist aber auch sonst nichts weiter. Aber sind sie echt in der Lage, den Weg hier durchzufinden, oder was? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Sieht aber fast danach aus. Aua. Sag mal, Chantal. Ich dachte, du stehst hier um die Ecke. Ist jetzt gut. Ach, das waren zwei Chantal. Sieh mal eine an. Was für hinterhältige Missweiber. Ist jetzt Ruhe im Gelände. Das war eine Wanderhorde. Okay. Naja, dann bleibe halt ich mal. Da kommt eh noch mehr zu. Beton wahrscheinlich auch, aber ich weiß nicht, ob ich wirklich alles verkloppen werde. Erstmal rinnen mit dem Kram. Die Jetons sowieso. So. Erstmal alles, was wir jetzt nicht unbedingt mit uns rumschleppen müssen. Gläser kommen mit Sicherheit noch mehr wegen Trinken. Das kann rinnen, das kann rein. Behalte ich mal, das kann rein. Das, Farbe wird hier wohl nicht so viel sein. Eisen auf jeden Fall, das auch. Das Rezept kann auch rein. Muni behalte ich mal sicherheitshalber. Gut. Dann werde ich mal eine Schmerztablette benutzen. Wir finden sowieso neue, also daher. Alles kein Problem. Gut, dann kann ich auch gleich ein Schlückchen hinterher trinken. Nein, ich sagte Schlückchen, nicht... Ach, Mann. Ich sagte ein Schlückchen und keinen Verband benutzen. Hier klümmelt noch irgendwo ein Zombie rum. Hier. Ach, Kumpel, ich helfe dir mal. Ein Shorty ist das. Ein feraler Clown. So. Aber ich war hier ja sowieso schon, ne? Ja, ist eine super Abkürzung. Wo die sich hier nicht überall durchgeprügelt haben. Gut, weiter ging es hier. Genau, und diesen Raum hatte ich noch nicht durchforstet. Weil hier kamen sie alle raus. So war das. Hier ist auch die Tür kaputt. Sehr schön, sehr schön. Hier ist noch ein bisschen Zement. Aber das war's auch schon. Hier ist, glaube ich, noch irgendwas Verstecktes. Oder was ist das hier? Ist das ein Geheimraum oder? Ich muss mal kurz gucken. Diese Bretter sind doch nicht umsonst hier. Aha. Aha. Wozu ist der Raum hier gut? Hier geht's doch nicht weiter, oder? Nee, das ist tatsächlich mal wieder so ein kleines verstecktes Geheimnis hier. Okay. Aber die nehme ich doch liebend gerne mit. Oh oh. Das klingt nicht gesund. Der wird gleich geschreddert. Die Waffenteile kommen mit. Das klingt hier absolut nicht gesund. Ah, was für Müll hier drin, ne? Oh, hier sind jede Menge. Hier sind jede Menge Zombies. Naja, die... Müsste ich mal gucken, ob ich sie mal irgendwo raufkriege. Hier ist sogar ein Geier. Ich glaube, ich bin in diesem einen Turm. Kann das sein? Hallo, Kumpel. Ich bin in dem einen Turm hier. Ich habe hier das halbe Dach aufgeweckt. Okay, naja, warum nicht? Ne, warum nicht? Ich wollte zwar eigentlich nur hier die Schätze mitnehmen, aber... Da ist noch ein her. Kloppt hier noch irgendwo einer rum? Hier ist auch noch irgendwo ein Geier.
Oh ja, ich habe ihn gerade gesehen. Wir sind ja nicht in der Lage, hier die Löcher zu finden. Ich weiß gar nicht, wo die überall drauf rumprügeln hier. Herrschaften, du schafft es doch mal durchzukommen, damit ich euch töten kann. Vielleicht hier irgendwas? Toll, da ist eine Betonwand hinter, okay. Jetzt müssen sie aber eigentlich entkommen, ne? Jetzt haben sie hier einen Weg. Alter, hast du mich erschrocken, du Mistgeier. Da ist noch einer. Zombies knüppeln da alle rum. Ich meine, da soll ich wahrscheinlich noch gar nicht hin, aber bin hier echt auf dem Turm. Ich hab das halbe Dach weggemacht, nur weil ich so einen Geheimraum gefunden habe. Hallo? Jo, dich hätten wir? Hast du noch irgendwelche Kollegen? Laut Anzeige ja. Aber die haben sich wahrscheinlich wieder schlafen gelegt oder so. Ich gehe mal wieder nach Hause, ne? Also nach Hause nicht, aber dahin, wo ich hin soll. Die werden sich wahrscheinlich irgendwann schlafen legen oder die haben sich irgendwann geschafft, sie mit durchzuprügeln. Eins von beiden. Sie haben es geschafft. Ey! Ey! Sag mal, wo rennst du hin? Die kommen also von hinten. Aha. Ja, ist das so schön? Schurken treiben es von hinten? Oh, nicht schlecht. Du hast dich da weg. Wie wollten die mich eigentlich von hinten? Die wollten mich von hinten, die Guten. Gut, keine Ahnung, wo die Herrschaften jetzt alle sind. Ein paar haben es wohl geschafft, aber nicht alle. Die Tür ist auch raus. Okay, die sind teilweise runtergesprungen und haben sich hier reingeprügelt. Naja, gut. Kann ja nur spannend werden, ne? Ich mache jetzt erstmal weiter. Da waren wir eben drinne. Den hatte ich schon. Wunderbar. Dann geht's jetzt hier rein. Hier sind ja noch jede Menge. Didim, 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 didim. Hallo, kommt mal her. Ich habe Blei für euch. Darauf steht ihr doch so. Seid ihr doof? Kommt her. Da sind die alle. Da steht ein Polizist. Ich stehe hier blöd. So. Freunde, was macht ihr da alle? So. Ach komm, für dich habe ich den letzten Schlag damit. Bitte. Sind da hinten noch welche? Das sind, glaube ich, die von hinten von dem Raum, wo ich war. Jo, sehr schön. Die werden schon irgendwann auftauchen, da bin ich mir sicher. Die werden versuchen, zu mir zu kommen. So, schottendicht. Ist hier noch irgendwas? Da nicht. Da ebenfalls nicht. Sieht zumindest nicht danach aus. Ich kann da mal kurz raufgucken. Nein. Hier liegt noch ein bisschen Müll. Mit schäbigen Federn. Wer braucht denn sowas? Aber gut, hier liegt noch eine Mülltonne. Ah ja. Da fällt mir was ein. Durch das Steinefarmen und durch das Aufwerten vorhin. Habe ich zwei Skillpunkte gekriegt. Wir hatten doch sowieso hier bei Maschinengewehr. Fehlt uns ja noch der dritte Punkt. Dafür mussten wir ja Standhaftigkeit auf Level 7 kriegen. Und dafür brauchten wir halt zwei Punkte. So, die hätten wir jetzt. Das ist den nächsten Punkt, den haben wir ja schon fast. Können wir nicht? Nein, stimmt. Ich habe ja gar keine Brille davon an. Okay, dann bräuchte ich nochmal zwei Punkte.
Naja, gut. Die werden wir hier garantiert kriegen. Da ist nichts weiter, oder? Guck mal, da sind die Herrschaften, die uns die ganze Zeit gesucht haben. Zumindest einer von denen. Ja, komm, das schaffst du. Das schaffst du. Komm, soll ich dir jetzt extra helfen oder was? Ja, bin dir bei. Ach Gott. So. Jupp, das. Nee, das waren die nicht. Das war irgendein anderer. Nicht schlimm, nicht schlimm. So, dann hätten wir hier noch eine Mülltonne. Naja, es wird ja spaßig hier drin. Da ist noch ein bisschen Messing. Weiter geht's wahrscheinlich gleich da. Ich mach mal die Tür zu. Und aus dem Raum, wo sie sich rausgeprügelt haben. Ja, hier sind ein paar Kisten. Ah, gut. Ich weiß nicht, ob ich jetzt alle Rezepte lernen will. Ein paar werde ich wahrscheinlich ins Auto legen, aber den größten Teil lernen. Da haben wir die Muni wieder drin. Ah, warte mal. Das wird sonst zu viel des Guten. Hier ist noch eine Kiste. Auch noch mal ein bisschen Muni, ne, gucke ich hier noch mal rein. Bei einer 6er Stahlachs lasse ich aber mit mir reden. Oh ja, Blockschaden 133. Sogar mehr als meine mit Mods. Naja. Ausdauerkosten 19 und diese hier? Doppelt so viele Ausdauerkosten. Ja. Ich müsste gucken, ob sich das lohnt damit wegen der Ausdauer. Aber mit natürlich auf jeden Fall. Die wird nicht geschrottet. Die Schalter nehme ich genauso mit. Hier ist auch noch was. Naja gut, die 4er Wrench kann weg. Den brauche ich eigentlich auch nicht. Die Reparaturkits kommen definitiv mit. Ah, den hätte ich schon. Okay, da habe ich auch. Dann gehe ich hier nochmal Lugi machen. Was haben wir hier denn so Schönes? Ist auch auf. Was ist das Klo? Nee. Büro des Vorarbeiters oder so. Da habe ich einen schönen Tresor. Okay. Was haben wir hier noch so Schönes drin? Ein paar Militärparts. Dann haben wir hier. Naja, gut. Die ist auch auf. Hier geht es in sämtliche Richtungen weiter, ne? Gucken wir mal, wie oft unser Log mit abbricht. Vor allem dürfte es ja nicht so oft passieren, weil wir das Buch haben. Und schneller gehen müsste es nochmal auch. Also, ihr schreibt ja, es geht schneller, aber mir persönlich kommt es immer noch so langsam vor. Aber die Wahrscheinlichkeit ist wirklich geringer. Sehr schön. Was haben wir denn Schönes drin? 5er Stun-Button. Naja, gut. Werde ich zerlegen? Was haben wir hier noch? Schießstand. Okay. Ein Schießstand. Ah, das ist leer. Da ist doch mit Sicherheit da hinten noch was. Da bin ich mir ziemlich sicher. So. Okay. Okay. Ich weiß nicht, was ich hier gerade aufgeweckt habe, aber Muni ist immer gut. Sind die noch zu irgendwas zu gebrauchen? Nö, ne? Ah, die zerlege ich mal. Die zerlege ich mal. Da schmeiß ich gleich weg, das Gras. Ich glaube, ich habe hier eine ganze Armee von Zombies aufgeweckt oder so. Jo. Bin hier, Junge. So, lebst du noch? Nö. Ich glaube, das waren die hier alle, die ich aufgeweckt habe. Und da steht ja noch ein Polizist. Ich dachte, die wären schon wach. Okay. Zwei Polizisten. Drei.
Du auch noch. Wo kommst du denn her? Gut, das war mal eine Menge. Das war mal Partei. Und das gab einen Skillpunkt. Aber gut, wir brauchen ja eh zwei. Also da... Ah, deswegen machen die Fabriken immer wieder Spaß. Hier gibt's mal richtig schön viele Zombies. Ja, du kommst weg. So, ich musste eh gleich einmal zum Auto, aber das kriegen wir hin. Ich hatte den Polizisten hier gesehen, aber ich hätte gedacht, der Rest hier, der hier stand, wäre schon aufgewacht. So kann man sich täuschen. Ah. Hier, das Gammelbrot, das kann weg. So. Die Wrench kann ebenfalls weg. Haben wir hier noch irgendwie was drin? Trübes Wasser oder sowas? Na dann nicht. Hier. Ja, was ich nicht mitkriege. Moment. Ah, guck hier, die Dose Kerzenfutter, die kann ich essen. So. Hier noch was drin? Ja. Die können auch gleich weg. So. Ist die Kantine hier, ne? Dann haben wir hier das schöne Damenklo. Okay. Ein bisschen Blei. Da ist noch ein bisschen. Hier hätten wir noch was. Kartoffelsieb. Naja, den brauche ich jetzt auch nicht zwangsläufig. Mal abgesehen, weil ich sie mir selber herstellen kann. Weg damit. So. Hier noch irgendjemand in der Kantine am Leben? Wahrscheinlich nicht. Und ich vermute mal, da vorne geht's gleich weiter. Naja, gut, die Jetons würde ich eigentlich ungern wegschmeißen. Hier die drei Steine, die kann ich bei mir. Das ist eh. Ich habe wieder in dem Gang da gefarmt, den ihr beim letzten Mal gesehen habt. Der ist jetzt ein ganzes Stück länger, aber auch immer noch ein Gang. Vielleicht gibt es hier ja noch irgendwas Brauchbares. Wie zum Beispiel Eisen. Bisschen Nitrat. Und hier. Säure ist immer gut. Die Säure müsste mit. Warte mal, die eine Patrone hier, die kann damit drauf. Warum nicht die extra? So. Säure nochmal. Und hier. Kaffeepulver muss mit. Kaffeepulver muss mit. Scheiß auf die drei verrotteten Fleisch. So, hier hätten wir noch was. Komm mit, da ebenfalls. So. Da gehe ich gleich einmal kurz zum Auto hier. Der kann weg, Kohle muss aber auch mit. Ah, Gläser habe ich ja so viele weggeschmolzen, die möchte ich gerne mitnehmen. Ah, das ist schwierig, schwierig, schwierig. Jede, da kann ich mir gleich neue machen. So. Und hier nochmal. Das Wasser werde ich gleich trinken. Hab eh Durst. Sehr schön. Ansonsten hätte ich ja alles Kassen. Doch, Kasse ist noch drin. Ein bisschen Papier und Jetons. Sehr schön. Und da geht es vermutlich gleich weiter da oben. Würde mich nicht wundern, wenn hier noch eine Armee runterkommt. Fahrradlenkerrezept und Öl. Gut, Fahrradlenker werde ich mal lernen, aber das Öl muss mit. Habe ich auch so viel von verbraucht. Dim, dim, da haben wir doch auch schon wieder Tag. Ah, schwierig, schwierig. Sehr schwierig. Ich werde ausnahmsweise das Messing zerlegen. So. Gut, wir sind jetzt aber auch am Ende einer Folge. Ich stratze einmal kurz zum Motorrad, wenn ich es finde. Leere alles aus und wir sehen uns dann hier an dieser Stelle wieder beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.